Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, wie auf dem AfD-Parteitag sich die Redner, vor allen Dingen Tino Chrupalla und Alice Weidel, wie sie sich zu Europa, zur ID-Fraktion, Maximilian Krah und Peter Bistron geäußert haben. Was war auffällig? Wieder hat man vermieden, Maximilian Krah oder Peter Bistron sie wörtlich zu nennen, sondern die Strategie ist, man versucht das auszuschweigen, man versucht einen harmonischen Parteitag zu machen. Und man sagt so durch die Blume, wir hätten vielleicht mehr Prozent erreichen können. Und die Leute können von der Ersatzbank wieder ins Spielfeld kommen. Also sie versuchen so eine Art Harmonie zu erzeugen, sodass die Leute das vergessen. Auf der anderen Seite, diese zweideutigen Kommentare, also ich habe es gar nicht erst verstanden. Tino Chrupalla hat gesagt, man sollte bei der Aufstellung gucken, genau wer da auf die Liste kommt. Und es wurde jetzt von der Tagesschau, von ZDF, wurde es so interpretiert, dass er mit Maximilian Krah gemeint ist. Und aus meiner Sicht, das ist, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Maximilian Krah hat 2021 gesagt, mit der ID-Fraktion, das gibt Probleme. Er hat das dann vor der Europawahl gesagt und es ist dann genauso gekommen, wie es er gesagt hat. Auch obwohl er abgeschossen wurde. Er hat das inhaltlich begründet und es hat sich gezeigt, dass er recht hatte. Und dann muss man aus meiner Sicht als Parteivorstand, jetzt hat man so getan, die ID-Fraktion ist jetzt gut, dass wir nicht in der ID-Fraktion sind, aber wie kann man denn aus meiner Sicht, wie kann man denn glauben, dass die Leute sich das nicht merken? Also die Leute wissen doch ganz genau, das ist doch jetzt keine AfD-parteiinterne Sache. Sie haben doch alle genau gesehen, wie Maximilian Krah sich geäußert hat, wie alle gesagt haben, wir schaffen es, in die ID-Fraktion zu kommen. Das schaffen wir. Wir führen jetzt gute Gespräche. Und ich kann mich ja noch erinnern, René Aust, ja, das schaffen wir, das machen wir. Und das ist eine totale Blamage natürlich, dass sie es jetzt nicht geschafft haben. Also das jetzt natürlich, und darüber redet man jetzt gar nicht und denkt, die Leute merken es nicht. Und natürlich, viele Leute merken es nicht, aber ich glaube, die Jugend, besonders die Jugend wird unterschätzt. Die sehen das natürlich ganz genau. Und aus meiner Sicht, ich finde das menschlich schlecht und also sie beschädigen sich damit selbst. Also sie reiten sich damit immer tiefer rein durch dieses Ausschweigen. Sie müssen es ausräumen. Sie denken einfach, es wirkt ja so im Grunde ein bisschen so wie, also ein Kind wird zu Unrecht geohrfeigt und dann sagt der, und dann sagt, sagen die Eltern, ja, jetzt hast du dich falsch verhalten und wenn du lieb bist, darfst du dann wieder an den Esstisch kommen. Wobei das natürlich aber auch nicht stimmt, was natürlich auch verständlich ist, was die meisten verstehen, weil natürlich Peter Büstrons und Maximilian Krahs Karrieren sind beschädigt. Und das ist nicht wieder, du kommst jetzt wieder an den Tisch zurück und es ist alles wie vorher, sondern sie sind natürlich langfristig, ist das eine Beschädigung. Also es ist eine Beschädigung von der AfD und das merkt ja auch jeder. Also man muss sich ja mal vorstellen, was da passiert ist. Ja, auf jedem Stimmzettel steht Maximilian Krah drauf. Dann es wurden von ihm fast keine Plakate geklebt. Und Nummer 1 und Nummer 2 werden demontiert. Und vor allen Dingen, die Gründe sind ja auch nicht deutlich geworden. Also ich habe das jetzt, das wird auch jetzt eigentlich nicht begründet. Also es wird irgendwie gesagt, ja, sie haben irgendwie nicht im Team gespielt. Aber wie nicht im Team gespielt? Soll das jetzt das Republika-Interview, soll es das jetzt hergeben? Oder von mir aus, sie müssen es irgendwie begründen. Also sie müssten dann sagen, die kurzen Clips bei TikTok, sie haben uns nicht gefallen, auch wenn die Jugendlichen das gut fanden, was sie ja auch nachweislich gut fanden. Uns hat's nicht gefallen, wir werden dadurch bei anderen Wählerschichten, passt uns das nicht. So mit der deutschen Nationalmannschaft, überhaupt diese Sachen, die Maximilian Krah gemacht hat, die finden wir halt nicht gut. So, und er soll es halt so machen wie wir und das wäre wenigstens irgendeine Erklärung. Aber es wirkt ja ein bisschen so, oder das ist natürlich das, was sich natürlich auch viele Leute denken, es ist natürlich auffällig. Auffällig ist die Positionierung von Maximilian Krah, multipolar. Er hat nicht mehr in die ID-Fraktion geglaubt. Alles weil die anderen haben daran geglaubt. Und sie haben daran geglaubt, obwohl Le Pen, also gerade nach dem Kohl-Tief-Skandal, ja die AfD massiv diffamiert wurde. Und ich denke, viele in der AfD unterschätzen diesen Schaden im Mainstream, der angerichtet wurde. Wie schlimm das öffentlichkeitswirksam sich für die AfD auswirkt. Wie Le Pen die AfD behandelt hat.
weil es so glaubwürdig ist. Sozusagen die Le Pen ist die AfD Frankreichs. Und wenn jetzt Jürgen Trittin sagt, ja, die AfD, das ist ja, die machen Deportationen. Das ist was völlig anderes, als wenn Le Pen das als vermeintlicher Kronzeuge oder als vermeintlicher, also es wirkt ja so, dass sie gar keinen Grund hat, das zu machen. Also die Auswirkung ist eine absolute Katastrophe und aus meiner Sicht, man muss sich dann auch eingestehen, oder man hätte sich ja auch eingestehen können. Da fällt einem doch kein Zacken aus der Krone, wenn man sich jetzt auf den Parteitag eingesteht. Die haben das mit Le Pen, die haben es, also auch konkret werden, dass man sagt, wir hätten uns natürlich von Le Pen distanzieren müssen und wir hätten natürlich, es war ein Fehler, dass wir Maximilian Krathe recht, also sie konnten es nicht, sie hatten nicht die Größe gezeigt zu sagen, Maximilian Krathe recht. Mit der ID-Fraktion, es hat nicht geklappt. Wir hatten Unrecht, er hatte Recht. Sondern sie sagen, ja, er hat nicht im Team gespielt, er darf jetzt wieder an den Tisch kommen. Wenn er ganz lieb ist, darf er wieder an den Tisch kommen. Interessant ist auch das Medienframing. Und wahrscheinlich fallen viele in der AfD drauf rein. Also es zeigt sich hier zum Beispiel Phoenix und Welt, die stellen es alle hin, ja, Maximilian Krah war ein schlechter Spitzenkandidat. Und wahrscheinlich hoffen sie auch drauf, also natürlich soll es beim Publikum verfangen, und sie hoffen natürlich auch, dass es in der AfD-Spitze verfängt. Und da muss man natürlich genau aufpassen. Also dieses, wenn die Medien ein Framing bedienen, dann ist es immer für die US-Geostrategie. Das hat sich gezeigt und es hat sich auch jetzt gezeigt. Natürlich sagen Maximilian Krah, es bedient nicht vollumfänglich US-Geostrategie, indem er sich multipolar positioniert, also gar nicht US-feindlich, sondern sagt, wir wollen mit allen Handeln treiben, also muss er weg, also ist er blöd. Und dann machen die Medien es einfach so, sie framen einfach, Maximilian Krah war schuld und jetzt in der AfD sollen sie sich dann bestätigt fühlen und die hoffen dann drauf, oder die Öffentlichkeit soll es glauben und sie hoffen aber sehr wahrscheinlich auch drauf, dass viele in der AfD dann das glauben. Ja, die Medien sagen es ja, die großen Medien, das ist ja sozusagen das Narrativ der großen Medien, das ist ja unzweifelhaft, und dann glauben wir es. Und warum wirkt das so glaubwürdig oder was ist der Trick? Die großen Medien, die machen das so, sie streuen so ein, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Sie sagen jetzt nicht, Maximilian Krah war ein schlechter Kandidat, sondern sie streuen das so ein wie eine Selbstverständlichkeit, als würden sie gar nicht dran denken. Und genau dadurch wirkt es glaubwürdig und genau das ist das Trick. Es kommt so nebenbei, kommt es so rein. Und genau der gleiche Trick ist, wie auch alles weiter belohnt wird, indem sie als Star der AfD hingestellt wird, die ja eigentlich, also es wird so getan, als würden die großen Medien, als wäre sozusagen Timo Kupala der Außenseiter, der jetzt ein besseres Ergebnis hat als Alice Weidel. Und eigentlich wäre man davon ausgegangen, dass Alice Weidel ein besseres Ergebnis hat. Was vollkommener Unsinn ist. Und dann kommt man auf das vergangene Wahlergebnis, das lag aber an den Gegenkandidaten. Sondern tatsächlich ist es so, dass, also ich komme aus Baden-Württemberg und da weiß das zufällig, dass Alice Weidel große Probleme hat. Große Akzeptanzprobleme hat, aus unterschiedlichen Gründen. Da muss man jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hat sich Alice Weidel mit vielen Leuten verdorben. Und ich habe das selbst mitbekommen, 2021, da habe ich sie auch kurz gesehen. Sie hat mich freundlich begrüßt und wir wollten ein Interview machen. Alles ganz nett, ich habe mich gefreut. Ich möchte ja Alice Weidel auch mögen und ich habe sie damals gemocht. Sie hat ja wirklich tolle Auftritte hingelegt und das hat man ja, da konnte man tolle Videos draus machen und sie hat sich gegen diesen Nazi-Vorwurf gewehrt, wie auch damals bei Lars Klingbeil mit der Unverschämtheit. Das hat sie aus meiner Sicht auch wirklich gut gemacht mit der Unverschämtheit. Und damals hat sie so einen NTV-Moderator, der auch so ankam, den hat sie genauso abgefertigt. Das hat sie wirklich toll gemacht. Also ich habe mich wirklich gefreut, sie zu sehen. Dann wollten wir ein Interview machen. Und dann lief aber der Parteitag. Also es gab in Baden-Württemberg gibt es zwei Lager. Es gibt so ein Spanien-Lager und es gibt ein Weidel-Lager in Anführungszeichen. Und 2021 stand Alice Weidel gar nicht zur Wahl. Also sie stand gar nicht selbst zur Wahl. Und dann sind die Abstimmungen anscheinend nicht so gelaufen, wie sie das wollte. Und danach war sie nicht mehr ansprechbar. Also hat der Manager gesagt, ah, nein, nein, es geht nicht. Und sie saß also da mit versteinerter Miene. Und das ist natürlich, zeugt natürlich nicht davon, dass man besonders fest im Sattel sitzt oder dass man sich dann so über sowas ärgern muss. Und anscheinend, das ist überhaupt, glaube ich, das Problem, diese hässlichen Machtkämpfe, sie dringen nicht nach außen. Weil natürlich die Mitglieder das auch nicht sagen wollen. Und weil es natürlich keinen guten Eindruck macht. Und natürlich hat wahrscheinlich alles Weidel auch nicht dran gedacht, dass ich natürlich jetzt einerseits in der Partei bin, aber andererseits auch, dass natürlich auch auf mich auch keinen guten Eindruck macht. Also wenn man dann so
Was hat sie sich über irgendwelche Wahlergebnisse aufzuregen? Sondern wenn sie, also sie könnte doch eigentlich auch drauf bauen, sie ist Alice Weidel, sie hat diese guten Auftritte und die AfD braucht sie, warum muss sie sich denn darüber aufregen, ob es das eine oder das andere Lager gewinnt? Auf jeden Fall zeigt dieser Vorfall, zeigt schon, dass das Framing einfach nicht stimmt. Und natürlich, dass Tino Kuballa mit seiner integrierenden Art, dass natürlich er aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich sehr viel fester im Sattel sitzt als Alice Weidel. Aber jetzt als Belohnung dafür, ich habe es im letzten Spiel schon angesprochen, dafür, dass Alice Weidel die Medien nicht negativ benennt, immer nur auf die Grünen einhaut, aber die Medien nur indirekt kritisiert oder sagt, es werden Kampagnen gegen uns gefahren, da denken wir uns dazu, das sind die großen Medien, aber sie erwähnt nie explizit die großen Medien. Und dann ist natürlich die Hoffnung, also sozusagen, das ist für mich Korruption, weil es ist natürlich die Mitglieder und die Wähler, die kapieren das nicht. Die denken, ja, alles Weidel, die haut halt auf die Bundesregierung drauf. Wobei die großen Medien das Problem sind. Das Problem ist hier, dass natürlich die Medien, solange die AfD ihre Positionierungen nicht aufgibt, wird die AfD bekämpft werden. Und dann wird das hier auch einfach nur ausgenutzt, um die Leute gegeneinander auszuspielen. Und natürlich wird dann alles Weidel im Zweifel, wenn sie die Position nicht aufgibt, dann wird sie natürlich dann eiskalt platt gemacht wieder. Also sie wird nur belohnt, also sie werden gelockt in der Hoffnung, dass jetzt also Leute, die sich erkennbar stark positionieren, wie Maximilian Krah, die positionell, also sagen ja auch gegen die AfD-Fraktion sind, also gegen die AfD-Fraktion heißt auch gegen von der Leyen, die das Ganze nicht mittragen, diese Leute werden abgeschossen. Und natürlich ist jetzt beispielsweise Alice Weidel programmatisch noch nicht umgefallen, aber sie sagen, jetzt wird sie gelockt und dann hofft man natürlich drauf, dass die AfD dann auch irgendwie umfällt. Sie sagen, alle Parteien werden gefressen, kommen in das Overton-Fenster rein. Wer nicht gefressen werden kann, der wird eben zerstört. Also wie so ein, also man kann sich das wirklich militärisch vorstellen, wie so ein rumfahrender Panzer, der alles frisst oder stirbt. Das sind die großen Medien in Deutschland. Und die machen das unerbittlich. Also unerbittlich wie ein, ja, also wie eine Maschine, also wie ein Raubtier. Also wie so ein hungriges Raubtier, das frisst und es nicht aufhört zu fressen, bis die AfD mit der Positionierung gekippt ist. Und dahinter stehen natürlich die Interessen, dahinter steht US-Geostrategie oder Partikularinteressen, wie von der Waffenindustrie oder anderen mächtigen Leuten, die Einfluss haben. Und die wollen natürlich Waffen nach Kiew liefern oder die wollen Eurasien schwächen, wollen Deutschland schwächen, wollen Waffen verkaufen und natürlich, wenn in Europa ein Krieg tobt, Deutschland wird geschwächt, Russland wird geschwächt, alle werden geschwächt. Also immer, wenn irgendein Soldat stirbt, ist es gut, in Anführungszeichen, gut, weil es natürlich die US-Position stärkt und Europa schwächt. Alle werden geschwächt und es werden noch Waffen verkauft, es wird noch massig Geld verdient. Also ich weiß ja nicht genau, was vorgefallen ist oder aus welchen Gründen sie sauer sind oder was da eine Rolle spielt bei Maximilian Krah. Aber ihr Problem ist die Öffentlichkeit. Das ist öffentlichkeitswirksam, dass sie machen sich damit, also sie reiten sich immer tiefer rein, wenn sie das nicht aufklären. Wenn sie das nicht, und da wirkt auch die Harmonie ist, sie denken, das ist gut, oder wahrscheinlich denken alle Altparteien, es ist gut, wenn man einen harmonischen Parteitag hat ohne Streit. Aber das ist, aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt ein Vorteil, sondern es wäre wahrscheinlich besser gewesen, man hätte sich gestritten, es wären die Fetzen geflogen auf dem Parteitag, sodass hier irgendwie die Karten auf den Tisch kommt und der Wähler das Gefühl von Transparenz hat. Und man halt versteht, was da gespielt wird, aber so wirkt das, wir machen hier nach außen, präsentieren wir irgendwas und intern passieren irgendwelche Sachen, da ist überhaupt keine Transparenz da. Und da geht das dann, wenn keine Transparenz da ist, da geht es im Zweifel um negative Dinge. Da geht es um persönliche Interessen, um Macht und dass mit Ellbogen Konkurrenten aus dem Weg geräumt werden. Was auch naheliegend erscheint. Weil es gerade bei Peter Büstron, es sind einfach diese unaufhebbaren Widersprüche. Vor Gerichten vom Verfassungsschutz, man beanstandet, dass die Unschuldsvermutung nicht eingehalten wird. Die Diffamierung, die Unschuldsvermutung gilt nichts mehr. Das verstehen auch die Leute auch genau. Petri Büstron und Maximilian Krah, sie waren nicht auf dem Parteitag, was ich wirklich sehr schade fand. Es wäre wichtig gewesen, aus meiner Sicht, dass Petri Büstron und Maximilian Krah auf dem Parteitag sind und sie sich, also Tino Kuppala, Alice Weidel, sie sich alle die Hand geben. Oder dass da irgendein Zeichen der Versöhnung ist. Und das ist nicht passiert. Und es bleibt einfach die harten Fakten. Es liegt gegen Petri Büstron, liegt nichts vor. Bei Maximilian Krah ist es schon auffällig, dass schon vor dem La Repubblica-Interview, als es mit dieser China-Sache, die auch mit dem Verfassungsschutz, wo es sehr wahrscheinlich auch so aussieht, dass der Verfassungsschutz
Sturm das genau gewusst hat mit diesem China-Mensch und sie das jetzt genau haben platzen lassen vor der Europawahl. Es wirkt offenkundig so, dass das mit dem La Repubblica, dass das nur eine Ausrede ist und man schon vorher versucht hat, also dass beide schon vorher fallen gelassen wurden, bereitwillig fallen gelassen wurden. Und man bis jetzt, es wurde bis jetzt kein Grund genannt. Also ihr könnt es mir erklären. Ich denke aber, die Mehrheit sieht, es gibt keine Begründung. Vor allen Dingen, bei Maximilian Krah kann man noch sagen, die Videos, das hat uns nicht gefallen, aber bei Petri Büstron, es bleibt einfach gar nichts übrig. Sondern sie wurden im Stich gelassen. Und es wurden die ersten beiden Listenplätze, ja, also ich habe es ja schon gesagt, und wie kann man denn denken, also wie kann man denn denken, dass man das einfach so stehen lassen kann? Und so tun, ja, jetzt dürft ihr wieder sagen, jetzt hab ich euch eine reingehauen, haben wir euch eine reingehauen, haben wir euch zusammengeschlagen, haben auch die Partei beschädigt damit, weil es natürlich unendlich peinlich ist. Wir haben euch nicht geschützt, haben euch als sagen verprügelt, jetzt dürft ihr wieder mitmachen. Nachdem ihr euch eine Tracht Prügel abgeholt habt, dürft ihr wieder mitmachen. Und also was das für eine Auswirkung ist langfristig, also ja, also der ganze Zauber ist weg. Also ja, also ich das wäre jetzt echt nochmal eine Chance gewesen auf dem Parteitag. Und jetzt vielleicht verstehen sie es ja doch irgendwann. Also es müssen, auf meiner Sicht müssen irgendwann die Bilder kommen, wie Maximilian Krah und Petri Büstron, wie sie sich die Hand geben und das irgendwie ausgeräumt wird. Und ja, man dann also sozusagen irgendeine Lösung findet, dass auch Tino Kupala und Alice Weidel dann ihre Schuld eingestehen. Oder, das heißt, ihre Schuld eingestehen, dass die halt da irgendwie, dass man da irgendwie da rauskommt. Also sie denken, sie kommen so raus, aber sie kommen natürlich nicht raus. Und das liegt jetzt nicht an dem Video, das ich jetzt hier mache, sondern das sind einfach die Fakten, die da sind und die sich nicht ändern. Und also sie können nicht davon ausgehen, dass natürlich die treuen Anhänger, die alles mitmachen, aber sie können nicht davon ausgehen, dass die Jugend, dass die Bevölkerung das kritiklos mitmacht. Sondern sie wollen das jetzt verstehen und sie wollen Gründe haben. Und ja, natürlich, man hat schon, Tino Kupala hat gesagt, man hätte das irgendwie anders machen können, das kann man dann irgendwie reininterpretieren, aber auf der anderen Seite, wenn er dann sagt, hier die Listenaufstellung, das müssen wir irgendwie anders machen, der Name nicht genannt wird, man kann doch nicht einfach, das ist einfach eine Herabwürdigung, auch die Namen nicht zu nennen. Sie denken einfach, sie beenden das und nennen einfach die Namen nicht, aber das ist so respektlos. Es sind die beiden ersten Listenplätze und die Namen werden nicht, also es steht so stark im Mittelpunkt und wenn man dann die Namen nicht nennt und versucht das auszuschweigen, es wirkt einfach nur herabwürdigend, respektlos herabwürdigend. Es ist einfach schlechter Umgang. Und ja, man kann nur hoffen, also zum Glück, Björn Höcke hat es zum Glück gesagt, man hätte hinter Maximilian Krah stehen müssen. Er hat es klar gesagt, zum Glück. Und das Wichtige ist ja auch, dass sagen eher für die ostdeutschen Landesverbände steht und in Ostdeutschland die Wahlen sind. Und genau dieses Statement, dass die Leute noch an Björn Höcke glauben, dann noch an die ostdeutschen Landesverbände glauben, das kann die Wahlergebnisse noch retten. Aber das ist dann Björn Höcke. Das sind die ostdeutschen Landesverbände. Das geht nicht drauf zurück auf NRW oder auf was weiß ich was für Leute, die jetzt da maßgeblich forciert haben, wie das jetzt hier gelaufen ist und überhaupt wie das im Vorfeld gelaufen ist. Ja, das Video ist schon wieder viel zu lang. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was ich sonst so einfällt. Macht's gut.